Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Klaus Koch. Ich bin Ausbildungsmeister im Berufsförderungswerk der Bauindustrie in Oberhausen-Osterfeld. Und ich würde Sie heute ganz gerne mitnehmen zu einer kleinen kurzen Exkursion in den Bereich der Straßenbauer. Straßenbauer versetzen Bordsteine in der Regel fluchtgerecht, geradlinig und fluchtgerecht. Allerdings gibt es hier und da mal die Anforderungen, auch Bordsteine, Randeinfassungen in einer Kurve, in einem Bogen zu versetzen. Und da muss man vermessungstechnisch einiges beachten und bedenken. Und das sind Dinge, die möchte ich heute ganz gerne mit Ihnen mal erörtern, vielleicht für den einen oder anderen nochmal sattelfest machen. Ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen die ein oder andere Übung durchaus schon kennen. Begleiten Sie mich, wenn Sie wollen. Spulen Sie mich vor, wenn ich zu langweilig bin. Ich würde an der Stelle einfach mal sagen, los geht's. Ja, wenn zwei Straßen aufeinandertreffen, dann ist deren Kreuzungsverlauf in den seltensten Fällen rechtwinklig zueinander, sondern wir haben stumpfe Winkel größer 90 Grad und dementsprechend natürlich auch spitze Winkel kleiner 90 Grad. Und in all den beiden unterschiedlichen Fällen habe ich auch jeweils eine unterschiedliche Art und Weise der Vermessungstechnik. Wir schauen uns mal an, eine solche Kurve, ein solcher Bogen, der von dem Straßenbauern abgesteckt werden muss, hat einen Bogenanfang und hat ein Bogenende. Und das sind die beiden Punkte, die vom Straßenbauer auch konstruiert und definiert werden müssen. Wenn man sich mal vorstellt, wir ziehen diesen Bogen zu einem Vollkreis, dann haben wir bei einem Vollkreis irgendwo einen Mittelpunkt. Den Mittelpunkt des Kreises, den nennen wir hier in der Vermessungstechnik Leierpunkt. Es gibt zwei unterschiedliche Arten der Absteckung. Einmal eine Bogenabsteckung bei zugänglichem Leierpunkt. Das heißt, ich kann diesen Mittelpunkt hier in dem Bereich wirklich markieren. Ich habe die Möglichkeit, hier einen Schnurnagel einzuschlagen und von diesem Schnurnagel aus, ja, beispielsweise mit einem Bandmaß oder tatsächlich mit einer Schnur abzuleiern. Also quasi wie mit einem Zirkel diese Kurve, diesen Bogen abzuleiern. Oder bei unzugänglichen Leierpunkten, da muss ich eine andere Vermessungstechnik anwenden. Wir machen nun Folgendes. Wir werden zunächst mal hier im stumpfen Winkel bleiben, also bei diesem Kurvenverlauf im stumpfen Winkel, bei einem zugänglichen Leierpunkt. Okay. Wir haben zwei Bordfluchten, die Bordflucht Nummer 1 und die Bordflucht Nummer 2. Beide Bordfluchten verlaufen stumpfwinklig zueinander und wir werden jetzt zur Konstruktion der Kurve den technologischen Arbeitsablauf Schritt für Schritt durchführen. Als allererstes machen wir Folgendes: Wir werden beide Bordfluchten verlängern und zwar bis zu ihrem Schnittpunkt. Den Schnittpunkt hier oben an dieser Stelle, den nennen wir Tangentenschnittpunkt TS. Ja, Tangentenschnittpunkt, weil es sich hierbei um Tangenten handelt. Eine Tangente in der Geometrie berührt einen Kreis in einem Punkt. Und das ist hier der Fall, wenn wir uns vorstellen, wir haben also hier unseren Kurvenverlauf irgendwo hier in diesem Bereich. Wir haben einen Bogenanfang und ein Bogenende. Und beide Bordfluchten würden hier diesen Kreis jeweils immer an einem Punkt tangieren. Und deshalb eben auch Tangentenschnittpunkt. Das, was der Straßenbauer wissen muss, ist der Radius, in dem die Kurve abgesteckt wird. Ich gebe jetzt hier einen Radius vor von 8 Meter. Und all diejenigen von Ihnen, die ganz gerne auch mitzeichnen möchten, können das gerne tun. Ich empfehle hier einen Maßstab 1 zu 100, also die hundertfache Verkleinerung. In dem Fall würden wir den Radius von 8 Metern durch 100 teilen und hätten eine zeichnerische Länge von ja, 0,08 Meter, also 8 Zentimeter. Als nächsten Schritt: Wir würden einen rechten Winkel erstellen, einen rechten Winkel im Tangentenschnittpunkt, und zwar rechtwinklig zu einer der beiden Bordfluchten. Dabei ist es vollkommen egal, ob ich einen rechten Winkel auf der Bordflucht Nummer 1 erstelle oder einen rechten Winkel, der würde dann so aussehen, auf der Bordflucht Nummer 2 im Punkt TS. Ich werde jetzt entscheiden, einen rechten Winkel rechtwinklig zur Bordflucht 1 auszurichten. Die Länge der Absteckung dieses rechten Winkels ist die Länge des Radius, nämlich genau 8 Meter. Ich habe dann hier zeichnerisch bei 8 Zentimeter einen Punkt gefunden, den nenne ich mal P1. Ja, wichtig ist bei so einer Vermessungstechnik, dass wirklich jeder Punkt, der konstruiert wird, auch einen Namen bekommt, also benannt wird, dass wir ihn im Feld, im Gelände auch dementsprechend wiederfinden können und definieren können. Ich nenne den Punkt P1. Als nächsten Schritt
Wir erstellen einen rechten Winkel im Punkt P1 auf die Bordflucht Nummer 2. Das sieht dann so aus. Also einen rechten Winkel im Punkt P1 auf Bordflucht 2. Und wir haben dann einen Schnittpunkt mit der Bordflucht 2. Den Punkt nenne ich dann hier P2. Jetzt ist Folgendes. Die Strecke P1 und P2 wird gemessen und in Richtung Tangentenschnittpunkt auf der Bordflucht Nummer 2 abgesteckt. Die Länge P1, P2 wird in Richtung Tangentenschnittpunkt abgesteckt. Entweder messen wir oder wir schlagen einmal hier mit dem Bandmaß um wie ein Zirkel. Dann haben wir nämlich die Strecke P1, P2 ist die Strecke P2BA. Wir haben in dem Fall hier den Punkt gefunden und das ist tatsächlich schon unser Bogenanfang. Hier an der Stelle beginnt also unser Bogen. Wir werden also mit unseren Bordsteinen, mit unserer Bordflucht genau geradlinig bis hierhin, bis zu diesem Punkt versetzen. Und ab hier wird der Straßenbauer also in die Kurve gehen und die Kurve dementsprechend ausrichten. Als nächstes müssen wir auf der Bordflucht Nummer 1 das Bogenende finden. Das machen wir folgendermaßen. Wir messen die Strecke BATS, also die Länge TSBA. Denn das ist die gleiche Strecke wie TSBE. Zeige mal eben einmal hier vom Tangentenschnittpunkt aus, messe ich die Länge bis zum Bogenanfang. Denn die gleiche Länge vom Tangentenschnittpunkt bis zum Bogenanfang ist die Länge vom Tangentenschnittpunkt bis zum Bogenende. Und in dem Fall hätte ich dann hier BE Bogenende gefunden. Der nächste Schritt. Wir erstellen erneut einen rechten Winkel, diesmal einmal im Punkt BE und auch im Punkt BA. Und der Schnittpunkt dieser beiden rechten Winkel, der Schnittpunkt hier an dieser Stelle, ist der Leierpunkt unserer Kurve. Der Mittelpunkt des Kreises, der Leierpunkt, der zugängliche Leierpunkt unserer Kurve. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben von der Konstruktion her, dann müssten wir jetzt hier einen Radius haben vom Leierpunkt aus bis zum Bogenanfang und bis zum Bogenende von 8 Metern. Ja, und jetzt können wir hingehen und können durchaus die Kurve ausrichten. So sieht die dann aus. Je nachdem, wie viel Schnurnägel der Straßenbauer hier in dieser Kurve braucht, würde er sich diese abstecken. Die Kurve hier gibt also jetzt die Richtung vor und wir haben die Möglichkeit, vom Leierpunkt aus abzuleiern diesen Bogen und diesen Bogen dann letztendlich dann auch zu konstruieren und so dann in der Kurve zu versetzen. Okay, prima. Ja, bei der Bogenkonstruktion im Spitzenwinkel sind die Arbeitsschritte anfänglich gleich. Wir werden auch hier wie zuvor zunächst mal den Tangentenschnittpunkt ermitteln, also die beiden Bordschluchten verlängern. Dann habe ich auch hier wieder TS. Wir brauchen auch wieder eine Vorgabe für den Radius. Ich habe diesmal einen Radius von 6 Metern gewählt, also etwas enger. Wir bleiben im Maßstab 1 zu 100, wenn Sie mitzeichnen wollen. Ich würde diesen Radius auch zunächst wieder abstecken, und zwar von der Bordflucht 1 aus. In der jeweiligen Länge des Radius, nämlich die 6 Meter, und hätte auch hier wieder den Punkt P1. Als nächstes werde ich einen rechten Winkel erstellen im Punkt P1 auf die Bordflucht Nummer 2. Wir sind da genau gleich unterwegs wie zuvor. Ich habe jetzt hier den Punkt P2 gefunden. Und jetzt kommt der einzige Unterschied. Der Unterschied besteht darin, dass die Strecke P1, P2, also die Länge P1, P2, diesmal nicht in Richtung Tangentenschnittpunkt abgesteckt wird, sondern entgegengesetzt nach unten hin. Also folgendermaßen, diese Strecke P1, P2 wird nach unten hin abgesteckt und ich hätte dann mit diesem Punkt BA hier unten gefunden. Wir haben hier den Bogenanfang, würden dann ganz normal wieder wie im stumpfen Winkel auch die Länge messen, die Länge zwischen TS und BA, denn diese Länge TSBA ist die Länge TSBE. Wir hätten also dann auf der Bordflucht Nummer 1 hier den Punkt BE gefunden. Ja, dann kommen wieder zwei rechte Winkel im BA und BE. Und der Schnittpunkt dieser beiden rechten Winkel ist auch hier wieder unser zugänglicher Leierpunkt, von dem aus, wenn es dann passt, mit 6 Meter Radius so die Kurve abgesteckt wird. Ja, wir hatten bislang immer die Möglichkeit gehabt, die Kurve vom Mittelpunkt aus zu konstruieren, also quasi vom Leierpunkt aus nach oben hin in den Bogen hereinzukommen. Das passiert diesmal nicht, denn wir haben hier ein Hindernis.
Wir haben also tatsächlich hier an der Stelle den Leierpunkt nicht zugänglich. Ja, das kann ein Gebäude sein, das ist einfach ein Hindernis, bei dem ich jetzt hier nichts abstecken kann. Ich brauche ein anderes Verfahren, eine andere Möglichkeit bei unzugänglichem Leierpunkt. Dazu macht man Folgendes. Wir definieren Bogenanfang und Bogenende als den jeweiligen Nullpunkt einer Stationierung und werden jetzt auf den beiden Bordfluchten Teilstrecken einrichten. Die Teilstrecken können sein, das ist ganz fiktiv, ich wähle mal hier 1,50 Meter Schritte. Ich habe also gemessen vom Nullpunkt aus dann 3 Meter, 4,50 Meter, 6 Meter, die 7,50 Meter passen auch noch. Ich habe also diese Punkte auf den Bordfluchten und werde dann Folgendes machen. Ich stelle mir einfach ein Koordinatensystem vor. Ich stelle mir ein Koordinatensystem vor, wobei ich die beiden Bordfluchten 1 und 2 als die jeweilige X-Achse definiere. Und die Y-Werte, die Y-Koordinaten, sind die Werte, die ich jetzt jeweils hier rechtwinklig abstecken muss. Und um diese zu ermitteln, ja, da gibt es diese Formel hier. Die sieht jetzt erstmal ziemlich schräg aus. Meine Herren, ich bin Bauarbeiter, im Grunde meines Herzens, und es liegt mir fern, hier mathematisch unterwegs zu sein. Ich möchte diese Formel weder begründen noch beweisen. Da bin ich ganz weit weg von. Ich bin nur User. Ich werde diese Formel so nur benutzen. Wir haben also hier drei unterschiedliche Variablen. Wir haben Y als den Wert, den wir suchen, also quasi hier die jeweiligen Längen, die rechtwinklig zu den jeweiligen Bordfluchten abgesteckt werden müssen. Wir haben R für den Radius, den habe ich hier oben einmal angegeben mit 10 Metern. Auch hier, wenn Sie möchten, können Sie wieder mitzeichnen. Bogenanfang und Bogenende kann ja konstruiert werden. Dazu brauche ich ja hier nicht den Leierpunkt. Also den Leierpunkt brauche ich letztendlich ja erst zum Ableier und der ist ja nun mal hier dann unzugänglich. Und die Formel, die wir jetzt hier haben, mit dieser Formel habe ich also die Möglichkeit, dann dementsprechend die Werte zu berechnen. Ja, ich nehme mal so eine kleine Tabelle hier. Ich habe also dann beispielsweise bei den X-Wert, also bei den Absteckungen bei 1,50 Meter, wenn ich dann alle Werte hier in diese Formel einsetze, den Radius von 10 Metern und den X-Wert hier von 1,50 Meter, bekomme ich einen Y-Wert von 0,113 Meter. Also 11,3 Zentimeter in der wirklichen Länge würde ich tatsächlich hier abstecken. Also hier die beiden Punkte, ne? Ich zeige die mal einmal hier und einmal da. Bei 1,50 Meter hätte ich also tatsächlich rechtwinklig diesen Wert abgesteckt. Ich gehe mal weiter, ich gehe mal bei 3 Meter, da wird es schon länger, da bin ich schon bei 0,461. Das sieht dann so aus, beidseitig bei den Bordfluchten 2 und 1. Ja, bei 4,50 Meter bin ich bei 1,07 Meter. Bin ich also hier in dem Bereich und ja, man kann schon erkennen, wo wir hinkommen, wo die Reise hingeht. Wir haben also tatsächlich immer wieder Punkte, die tatsächlich auf dem Kurvenverlauf liegen. Ich gehe mal weiter, ich vervollständige mal bei 6 Meter, bin ich bei 2 Meter und bei 7,50 Meter bin ich bei 3,386. Die nehme ich auch noch mit. Ich habe also jetzt hier diese Punkte gefunden und diese Punkte liegen tatsächlich alle auf dieser Kurve. Ich bin also jetzt nicht von unten in die Kurve hereingegangen, ich wiederhole nochmal, sondern ich habe konstruiert mit rechten Winkeln von den Bordfluchten aus, bin ich von oben mit diesem XY-Verfahren in diesen Bogenkurvenverlauf hereingekommen. So sieht das aus. Okay, Dankeschön. Ja, zu guter Letzt, last but not least, würde ich ganz gerne mit Ihnen nochmal einmal hier in diese VOB reinschnuppern. Die VOB, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, ist weder Gesetz noch Gewohnheitsrecht, sondern es bedarf ihrer ausdrücklichen Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, also zwischen den Leistungsträgern, zwischen den Projektbeteiligten. Wir haben hier drei Teile, Teil A, B und C. Und der dritte Teil, der Teil C, sind die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen. Und da würde ich ganz gerne mal einmal schnuppern in die DIN 18318. Das ist die DIN Pflasterdecken und Plattenbelege. Da steht geschrieben, was wir bei den Radien noch beachten müssen. Und zwar habe ich einmal mal rausgeschrieben, Bordsteineinfassungen mit Radien kleiner 12 Meter sind aus Kurvensteinen herzustellen. Kurvensteine, die sehen Sie hier in unterschiedlichen Ausführungen. Kurvensteine gibt es konvex und konkav, also jeweils für den Innenbogen bzw. für den Außenbogen. Die haben eine Baulänge von 78 Zentimeter.
So sind die genormt, 78 Zentimeter, und die können Sie bestellen bezüglich jeden Radius, den Sie brauchen, also bis 12 Meter, ne? Also alles, was kleiner 12 Meter im Radius ist. Haben Sie einen Radius größer gleich 12 Meter bis kleiner 20 Meter, können Sie Bordsteine benutzen, die allerdings gekürzt sein müssen, nämlich auf 50 Zentimeter. Sind mit geraden Bordsteinen mit einer Länge von 50 Zentimeter, 0,5 Meter herzustellen. Radien größer gleich 20 Meter sind gerade Bordsteine mit einer Länge von 1 Meter herzustellen, also ganz normale Bordsteine mit einer Baulänge von 1000. Okay, ich würde mich ganz gerne hier an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und mich bedanken. Ich bedanke mich dafür, dass Sie sich entschieden haben für die Fort- und Weiterbildung. Es ist für mich ganz, ganz ehrenhaft und wichtig. Sie sind diejenigen, die Verantwortung tragen möchten, dazu bereit sind, und das unterstütze ich Ihnen in jeglicher Hinsicht. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei diesem Weg und auch bei allen nachfolgenden Wegen, die Sie haben. Ich hoffe, ich habe Ihnen so ein bisschen Spaß gemacht und Sie haben mich nicht allzu häufig vorgespult. Ich darf mich bedanken. Bis dann. Auf Wiedersehen.